Ich werde euch heute erzählen, was meiner Meinung nach die zwei wichtigsten Filter sind, die jeder Fotograf haben sollte. Also es geht um diese zwei Filter. Einmal ein ND-Filter und einmal ein Pol-Filter. ND steht für Neutral Density Filter und macht das Bild dunkler, wie eine Sonnenbrille quasi. Den gibt es auch in verschiedenen Abstufungen, wie dunkel der das Bild dunkler machen soll. Und dann auch, das ist ein Polarisationsfilter, der ist von Heuer hier. Der ist sehr interessant, weil der kann Reflexionen reduzieren, der kann die Kontraste schöner und stärker machen, die Farbsättigung auch stärker. Das sind jetzt, sagen wir, laienmäßig ausgesprochen, jetzt, wie ich das empfinde, wenn ich den verwende. Es gibt da eine viel kompliziertere, physikalisch richtige Erklärung auch, wie der das macht. Hat damit zu tun, wie die Sonne in welchem Winkel steht auch. Und deshalb, ich finde, diese zwei Filter sollte jeder Fotograf haben, oder es gibt mehrere ND-Filter. Einfach, wenn man diese Flexibilität haben will, um schöne Fotos zu machen. Und fangen wir erstmal mit den ND-Filtern an. Typischer Einsatz, das ist ein ND-Filter, der die Belichtungszeit um das 1000-fache verlängert. Ich habe mir jetzt gerade rausgesucht, bei Amazon kosten die nicht so schlimm viel. Von Haider gibt es Sets, der ist mit 77 mm, da muss man schauen, was für ein Durchmesser das Objektiv hat. Also da gibt es zum Beispiel ein Set mit ND8-Filter, ND64 und ND1000-Filter. Ich habe hier gerade den 1000er, der verlängert die Belichtungszeit um das 1000-fache. Und dieses Set kostet um die 90 Euro zum Beispiel. Wenn man nur einen einzelnen, so wie den Filter, kaufen will, kostet der also um die 30 Euro. Und der mit dieser sehr langen Verzögerung oder Verlängerung der Belichtungszeit, der ist für Fotografen wie mich, der auch gern landschaftsmäßig Langzeitbelichtungen machen will, am interessantesten. Die anderen ND-Filter, so wie hier der ND8er und 64er, die sind teilweise auch für Filmer sehr interessant. Weil Filmer wollen oft keine zu schnelle Belichtungszeit, weil das so einen digitalen Look hat. Die wollen zum Beispiel, wenn sie 25 Frames pro Sekunde filmen, das mit 1/50 aufnehmen, also das Doppelte. Und da müssen sie oft ND-Filter raufschrauben, damit das schön aussieht, weil es einfach zu hell sonst ist draußen. Gibt es auch für Drohnen und so weiter, für die Drohnenvideos zum Raufklipsen. Und der Effekt, den man damit erzielen kann, ist folgender. Vor allem bei Wasser sieht man das schön und bei Wolken. Bei Wasser, dass es schön glatt wird, wenn man lange belichtet. Bei Wolken, wenn ein bisschen windig ist, sieht man, wie sie verziehen und sich bewegen, die Wolken. Das ist ein sehr schöner, dynamischer Look im Bild, beziehungsweise beim Wasser eigentlich ein sehr ruhiger, schöner Look. Und das kriegt man oft nur mit einem ND-Filter hin, weil man kann nur so weit die Blende schließen und das verschlechtert oft auch die Bildqualität, um jetzt die Belichtungszeit zu verlängern. Oder man kann warten, bis es dunkler wird draußen, aber dann kann man ja nicht bei jeder Tageszeit Langzeitbelichtungen machen. Und wenn man jetzt auch am Nachmittag oder schon vor Sonnenuntergang oder nach Sonnenaufgang Langzeitbelichtungen machen will, braucht man sowas. Unbedingt, wenn ihr damit ein bisschen experimentieren wollt, unbedingt sowas holen. Ich finde die 30 Euro oder für ein Set die 90 Euro ist es vollkommen wert und macht auch richtig Spaß. Jetzt kommen wir zum Polfilter. Und der ist halt super interessant, finde ich, weil er auch bei Landschaftsfotos einen schönen Bildlook gibt, indem er zum Beispiel, so ein Polarisationsfilter kann man vorne drehen und da kann man einstellen, wie stark er quasi angewendet wird. Und da kann man sehr schön sehen, wie Reflexionen reduziert werden, zum Beispiel bei einer Wasseroberfläche, dass weniger Reflexionen sind oder mehr, je nachdem, wie man ihn dreht. Das kann man auch schön am Video aufnehmen. Aber auch, wenn du ein Landschaftsfoto machst, der blaue Himmel, der wird dann viel knalliger, blau oder weniger, je nachdem, wenn man den dreht. Oder wenn man es ganz abnimmt, ist sowieso der Effekt weniger. Also der Himmel wird blauer, das Grün von Bäumen wird grüner, das ist das Typische.
Wasserspiegelung wird reduziert. Und das hat auch beim Grün der Bäume hat das mit der Spiegelung zu tun, weil Blätter haben, also Grün der Blätter eigentlich, Blätter haben ja Wasser drinnen, die das Licht reflektieren auch. Und wenn das dann reduziert wird, die Reflexion, sieht man die grüne Farbe halt schöner. Auch unbedingt einfach mal ausprobieren. Nur ein kleiner Tipp, bei Panoramafotos, wenn man mehrere aufnimmt, funktioniert das nicht gut, weil zum einen mehr vignettiert wird mit so einem Filter auch, aber zum anderen auch, weil man dann den Winkel zur Einstrahlung der Sonne sich verändert und der Effekt dann unterschiedlich stark und unterschiedlich stattfindet und dann kann man die nicht mehr zusammenflicken, die Fotos. Also für Panoramas keinen Polarisationsfilter verwenden und sonst auch in der Porträtfotografie oder Fashionfotografie kann man den gut anwenden, vor allem wenn man in knalligem Licht fotografiert. Ich will, dass das Video nicht zu lang wird, also hören wir mal auf. Falls ihr irgendwelche Fragen habt, einfach drunter schreiben und viel Spaß wieder beim Fotografieren.